Das erste Mal, dass Dead Island 2 angekündigt wurde, war auf der E3 2014. Das ist jetzt 8 Jahre her und in dieser Zeit ist wirklich viel passiert. Nachdem der Entwickler sich wiederholt geändert hat, war der Titel so gut wie tot. Doch jetzt gab es ein neues Lebenszeichen auf der Gamescom Opening Night. Dort wurden uns 2 neue Trailer gezeigt und ein paar neue Infos zum Spiel verraten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen News-Video auf meinem Kanal. Wollt ihr nichts mehr rund um Games wie God of War, Sons of the Forest oder Dead Island verpassen, dann lasst diesem Video doch gerne ein Like da und meinem Kanal ein Abo. Tut nicht weh und hilft mir extrem. Dead Island 2 folgt dem typischen Schema F in Sachen Zombie-Game. Diesmal ist eine Zombie-Apokalypse mitten in Los Angeles ausgebrochen. Wir spielen natürlich wieder den infizierten Hauptcharakter, dessen Biss ihn nicht zu einem hirnlosen Zombie werden lässt, sondern ihm ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten verleiht. Das Game bietet euch bis zu 6 unterschiedliche Charaktere, von denen jede eigene Dialogoption, einen eigenen Skilltree und Fähigkeiten habt, die ihr entwickeln und personalisieren könnt. Mit bis zu 2 weiteren Spielern zieht ihr dann durch das infizierte LA und entdeckt viele bekannte Orte wie den Santa Monica Pier und den Walk of Fame in Hollywood. Dead Island 2 ist kein Open-World-Game im bekannten Sinn. Eher bietet es Bereiche, die mal etwas linearer und ein anderes Mal etwas weitläufiger ausfallen. Mal eine kleine Abwechslung zu den ganzen riesigen Open-World-Games, für die nie wirklich jemand Zeit hat. Das First-Person-Action-RPG bereichert uns dafür mit dem neuen prozedural erzeugten Gore-System, mit dem ihr Untote auf alle möglichen Arten hinrichten könnt. Von Verstümmeln bis Verbrennen hin zu Pulverisieren und Zerteilen ist wirklich, und ich meine, wirklich alles dabei. Gerade im Trailer bekommen wir gut gezeigt, auf welche kreative Art man Zombies vernichten kann. Ja Leute, ich glaube, mein Video wird so hart gesperrt. Wie schon im Vorgänger ist es unsere Aufgabe, unseren Charakter nach und nach mit neuen Talenten und Fähigkeiten aufzuleveln und zu verbessern. Zwar gibt es auch Schusswaffen im Spiel, aber der Fokus liegt auch hier wieder ganz klar auf dem sehr blutigen und brutalen Nahkampf, der laut dem Entwickler nicht so schnell langweilig werden dürfte, da man für dutzende Zombie-Arten mit eigenen Mutationen und LA-typischen Varianten gesorgt hätte. Dead Island 2 soll am 3. Februar 2023 für alle gängigen Plattformen, sogar für die Last Gen, erscheinen. Zum Release wird es 3 verschiedene Editionen geben. Da hätten wir zum ersten die klassische Day One Edition für 69,99 €. Darin enthalten ist das Spiel und das DLC Banjo Reminiscence Paket. Dort erhaltet ihr eine Kampfkeule, den Baseballschläger, die Fähigkeitskarte, Distanzzone und den Waffenvorteil Ausgewogenheit. Die nächste Variante ist die Pulp Edition, auch für 69,99 €. Hier erhaltet ihr wieder das Game, dazu den DLC aus der Day One Edition und das Pulp Waffenpaket. Also den Vorschlaghammer, Beziehungskiller und die Heugabel Augenöffner. Warum man sich die Day One Edition kaufen sollte, wenn in der Pulp Edition mehr drin ist für den gleichen Preis? Leute, fragt mich das nicht, ich habe dafür absolut keine Erklärung. Die letzte Variante wäre dann die Hell-A Edition für 99,99 €. Hier erhaltet ihr natürlich wieder das Game, aber dieses Mal in der, wie ich finde, richtig schönen Steelbook-Version. Zusätzlich sind die beiden DLCs aus der Pulp Edition mit dabei, ein Reiseplan für Venice Beach, 6 schlechter Tarotkarten, 2 Anstecker, ein Aufnäher, das Goldwaffenpaket, welches aus einer weiteren Nah- und Fernkampfwaffe besteht und natürlich der Erweiterungspass DLC. Hoffen wir nur, dass Dead Island 2 dann auch unzensiert in Deutschland erscheint. Ich persönlich gehe nicht davon aus, weswegen ich mir dann das Game vermutlich in Österreich bestellen werde. Für alle Sammler empfehle ich natürlich die Hell-A Edition, da dort wieder viele physische Gegenstände mit dabei sind. Für alle anderen holt euch die Pulp Edition, da habt ihr für den gleichen Preis wie die Day One ein DLC mehr dabei und seid mit 69,99 € gerade für ein PS5-Game gut bedient. So, jetzt genug von mir, jetzt seid ihr an der Reihe. Habt ihr noch Bock auf Dead Island 2? Ich meine, so nach 8 Jahren darf ich das bestimmt mal fragen. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, auch welche Version ihr euch kaufen würdet. Und ja, ansonsten, wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, dann lasst dem Ganzen noch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Dann würde ich sagen, ich bin fürs Erste raus. Wir sehen uns, haut rein und vergesst eins nicht, spielen geht immer. So, da beschweren sich die Leute noch, dass Sons of the Forest so lang braucht.